Virus räumt um. Es geht eine neue Runde und ich zeige euch jetzt erstmal, worum es und was ich mache. Und zwar sollen das mal diese Videoregale. Ja, leider habe ich hier nicht so viel Licht, aber ihr seht das ja wahrscheinlich auch mal so. Hier alle rein in den Karton von dem Gaming-Stuhl, der da hinten am Computer steht. Dann soll der ganze Computer-Zeug hier bis hier rüber wandern, bis zum Lautsprecher. Das Sofa werde ich auseinandernehmen, das liegt heute auch raus. Draußen ist ein Container und dann geht das auf Flöten. Jo. Und warum ich das Ganze hier weg haben will, also ich will das nicht, ich will das nur raus haben, weil ich wieder andere Sachen reintun. Das ist ein schmales Regal, aber ja, mal gucken. Vielleicht nur die wichtigsten DVDs oder so, ich sage, ah, das sind Klassiker, die bleiben auf jeden Fall drin. Und aber sonst, was so ein bisschen Rotz und Spuckenkram ist, nicht raus. Die sollen auf jeden Fall darüber. Und was hier hinkommt, ist ganz einfach, das zeige ich euch jetzt. Wir gehen nämlich in den Flur. Das ist alles, was hier vorhanden ist, kommt alles weg. Ja, dies hier kommt auch weg. Das kommt hier vorne, wo der Wäscheständer steht. Das kommt dann hier hin. Hier kriegen wir eine neue Tür rein. Hier kommt eine neue Tür rein für diese Wohnung, weil da ist so eine große Wohnung von 120 Quadratmetern, die wird einmal halbiert. Da vorne, da ist die Tür, wenn ich jetzt aufmache, da geht es rein. Dann ist hier eine Wohnung und dann hinten über eine Wohnung. So. Das ist ganz klar, das muss dann auch irgendwie weg. Aber ich habe dann hinter der Platte, wenn ich die CD wegräume und die müssen ja dann auch noch dahin. Deswegen haut das dann alles so mehr oder weniger dann hin. So, die Tür, die fliegt auch dann komplett raus. Ich glaube, da kommt dann nur ein Rahmen rein oder so. Ja, das ist erstmal da und dafür. So, und jetzt habe ich mir den großen Karton. Ich hoffe nochmal, dass ich so das meiste und weniger da reinkriege. Hier habe ich nur ein, zwei Spiele rumfliegen. Und ja, die werde ich euch in einem extra Video mal vorstellen, welche Spiele das sind. Und wenn ihr Interesse dran habt an den Spielen, schreibt dann einfach mal in den Kommentaren und ich schicke sie euch dann mal zu. Ist aber kein Problem und das kostenfrei, könnt ihr einfach so haben. Ja. So, in dem Punkt würde ich sagen, Virus, Karton, DVDs, los geht's! Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think I can solve them. Blame on me, I'm only human.
Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Wie ihr sehen könnt, sind einige DVDs. Ups, das bin ich an meinen Satz gekommen. Ja, guckt euch das jetzt mal an. So gut wie leer, nichts mehr drin. Ich muss natürlich erstmal ein bisschen sauber machen auch. Ich bin ein bisschen faul in den letzten Jahren. Naja, so ist das halt. Hier muss es halt auch nur ein, ne? Fauler Sack. So, hier habe ich noch viel Musik. Und hier habe ich dann halt so das, was ich drin haben will. Einmal Louis de Funès. Mir fehlt dann leider ein Band. Das ist die Nummer 5. Also wenn einer das von euch hat und das nicht mehr haben möchte, schreibt mich doch einfach mal an. Ich nehme es gerne. Halt natürlich die alten Godzilla-Streifen, Rocky, Herr der Ringe und ja, hier Bud Spencer und Terence Hill. Ja, so ist das. So, jetzt kriegt ihr einen Blick in den Karton. Ja, gut, dass ich den großen Karton habe, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich den voll kriege, aber das ist alles fucking DVDs. Da ist ein bisschen gedealt und getauscht gegen irgendwelche anderen Sachen. Dann war da einer Geldnot, der hat mir dann auch noch ein paar DVDs gegeben und einen DVD-Player. Ich denke, ja, so, ja, wenn du es haben willst, bitteschön. Ja. So sieht das dann halt aus, nicht? So, und jetzt, ja, die Dinger ein bisschen sauber machen. Dann da hinten rüber. Und hier Platz ist für die Garderobe. Aber bevor es weitergeht, das seht ihr im nächsten Video. Also, dranbleiben, lohnt sich. Also, ciao mit V.